Hallo ihr Lieben, heute will ich euch mal meinen Tandy Art Haul zeigen. Ich hatte vor einigen Wochen bei AB Studio in Polen bestellt und die Sachen sind jetzt diese Woche angekommen und ich wollte euch die mal zeigen und im Anschluss daran mache ich ein paar Tags mit den Stempeln, die ich dort bestellt hatte. Okay, als erstes hatte ich mir die zwei Papiere, Cardboard von Tandy Art bestellt. Das ist einmal diese Seite, das sind so Collage-Piece-Teile, die man ausschneiden kann und verwenden kann. Hier sind auch noch so Tags drauf, super, super schön. Den Tandy Art Style mag ich total gerne. Die Farben und auch die Figürchen, die Schmetterlinge. Und dann auf der anderen Seite ist einfach noch große Seite. Man könnte jetzt die auch nehmen und da muss man sich jetzt entscheiden, die Seite oder die Seite. Ich hätte mir besser zwei von beiden bestellt, aber ich habe da irgendwie nicht geschaltet. Auf jeden Fall, diese heißen Tandy Art Magic No. 2 und bei AB Studio. Und wie gesagt, die sitzen in Polen und die Adresse ist shopaga.baraniak.com. Ich werde die Adresse noch unten in der Beschreibung einblenden. Wenn einer interessiert ist, kann er ja da mal gucken gehen. Sie haben auch super schöne Papiere und auch andere Stempel. Aber wie gesagt, die machen auch die Sachen von Tandy Art. Und Tandy Art ist eine Künstlerin, die sitzt in Irland. Und die hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den werde ich unten auch mal in die Beschreibung setzen. Die macht wirklich super schöne Collagen und Bilder und Mixmedia. Es ist wirklich wert, sich das mal anzuschauen. Wie gesagt, und dann hatte ich noch eine zweite Seite bestellt. Das sind Tags. Fünf große und dann zwei, drei kleinere und ganz kleine, aber man kann sie, wie gesagt, auch zum Ausschneiden, zum Art Journaling benutzen, was immer man möchte. Und die andere Seite ist wieder, wie ich das auch so schade finde, so Bildchen. Da muss man sich genau wieder entscheiden, welche Seite man nimmt. Wahrscheinlich werde ich es gar nicht abschneiden, weil ich es zu schade finde. Muss ich mal sehen, was ich damit mache. So, das war das. Und dann hatte ich mir, auf Seite legen hier, die Stempel bestellt und Stencils. Wobei ich diese beiden Stempel hier, die Blume und die Blätter, die sind nicht von Tandy Art, das ist von AB Studio, von Aga Baumjörg Design und die sehen so aus. Die habe ich mal ausgestempelt. Moment, wo habe ich sie hingelegt? Einmal ist es hier diese Blume. Super schön. Magnolie nehme ich mal eins. Und dann sind es hier diese Blätter. Auch sehr schön zum Collagen machen oder Karten machen, kann man zu allem möglichen kalorieren, wie man möchte. Das sind die beiden und dann von Tandy Art, diese kleine Figur war umsonst dabei, also als Dankeschön, was ich super nett finde. Die sieht so aus, eine kleine Fee, total niedlich. Kann man das sehen? Ich kann gerade gucken hier, ja, kleine Fee. Und dann habe ich mir noch eine größere Fee bestellt, die eine Blume hält. Auch super niedlich. Und dann hatte ich mir dieses Set mit den vier, das kommt als Set mit den vier Figürchen. Da war die Eule hier. Und der Löwe. Bär und der kleine Hase. Auch super niedlich. Der Stil. Also sehr schöne Sache.
dann das habe ich mir zwei Stencils bestellt. Einmal dieses Stencil hier, das sind so Herzen und Kreise. Dann habe ich mir nur so Kreise. Und dann diese hier ist mit Sternchen. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert, weil ich war, ich konnte jetzt mit der erstmal nicht so anfangen, weil ich nicht wusste, normalerweise bin ich das so gewöhnt, dass man das auf einer Platte hat und dann, das ist das dann das Negative ausgestanzt ist. Und hier ist es irgendwie genau umgekehrt. Und dann habe ich das mal ausprobiert gestern in meinem Buch hier. Und mal gucken. Ja, hier sind die Herzen. Also das ist jetzt einfach nur ein Hintergrund. Und das im Hintergrund sind Gelatos. Und hier habe ich das nur mit die Gelatos und dann die Stenzel drauf und dann mit Baby Vibe weggewischt. Das sieht dann so aus. Und hier habe ich sie benutzt. Da habe ich dann Model Paste über die Stenzel getan. Das sieht dann so aus. Also ich finde die total niedlich mit den Herzen. Ist wirklich schön. Man muss sich aber erst umstellen, wie es aussieht. Also mit dem Negativen. Und hier habe ich dann die Sternchen ausprobiert mit Tint, mit Distress Ink. Hier und hier mit Model Paste again. Und hier auch mit Tinte, mit Distress Inks. Einmal heller, einmal dunkler. Ja, das ist das. Und dann hatte ich noch eine Seite, aber das sah irgendwie, hat das nicht richtig geklappt. Und hier habe ich jetzt die Kreise nur benutzt. Da habe ich auch wieder im Hintergrund Gelatos, aber nur so die Schmuschtechnik. Und dann mit, das war lilane und blaue Model Paste. Also auch, finde ich auch super schön. Müsste an die Kreise. Ja, das waren die Stencils und dann, ja, das war mein Einkauf bei AB Studio. Wie gesagt, ich werde die beiden Adressen von Tandy Art und auch von AB Studio unten in die Description Box, in die Beschreibung kopieren. Und eine Sache noch, die AB Studio, die liefert weltweit. Also ich sitze ja hier in den USA und für mich hat das jetzt, als ich bestellt hatte, hat es ungefähr 4 Wochen gedauert, bis die Sachen endlich dann da waren. Aber ich denke mal, es kommt darauf an, wo man sitzt, wo man lebt, wird es je nachdem schneller gehen. Okay, so, also das war mein Haul. Und jetzt werde ich gleich Musik anmachen und dann ein paar, ich habe mir vorgenommen, mit den 4 hier, da werde ich so 4 Tags machen. Und ich hatte mir schon einen Hintergrund gemacht, den ich für die Tags nehmen werde. Das ist hier der. Also ich werde die jetzt quasi passend dazu kolorieren. Und dann habe ich mir noch hier so 2 Doilies mit Wasserfarben einkoloriert. Die werde ich dann auch so ein bisschen collagemäßig auf dem Hintergrund drauf machen. Und ja, dann schaue ich mal, wie das aussieht. Okay, viel Spaß beim Zuschauen.